Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danny Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die, wie heißt die Stadt hier nochmal? Concord. Abgeschlossen, okay. Wir haben Concord entdeckt und ich merke gerade, wir sind im Kommen, weil das wurde immer in Fallout 3 erwähnt, wenn ich mich nicht irre. Okay, ist das nicht da, wo so viele Sklaven sind, wenn ich mich nicht irre? Ach, da ist es. Da ist es. Was? Wo komme ich denn da hin? Okay. Hab wahrscheinlich ja voll den. Wie nennt man das? Nicht Organisationsfehler. Orientierungsfehler habe ich hier. So, da. Ah, entsperren Einsteiger. Die machen wir lieber so. Komm schon. Für mich. Boah. Goldene Haare. Richtig fein tun wir das hier entriegeln. Visionären, okay. Jetzt müssen wir zum Dach und die Power-Rüstung aktivieren. Schere haben wir zwar noch nicht. Ja, das ist ein Kätzchen. Ist so gut erkannt, Hundelein. Wie nenne ich dich überhaupt? Der hat immer noch keinen Namen, ne? Und keine Ahnung. Aber so was. So, jetzt müssen wir wieder nach oben. Jetzt wollte ich die X springen, geht ja nicht. Oh. Ah, mit X gedrückt halten, stimmt. Sein oder nicht sein. Wupp. Okay. Ich nehme den jetzt mit. wo ist er? Ah. Werde bestimmt noch einen finden. Irgendwann nehme ich einen mit, um meine poetische Veranlassung hier momentan irgendwie treu zu bleiben. Plastikmesser kann ich bestimmt nicht im Kampf gebrauchen. Fühle mich ja erstmal tausendmal sicherer, wenn ich, ach so, einen Ort habe, wo ich meine Sachen reintun kann. Weil dann kann ich wieder dutzende Sachen mitnehmen. So, wie komme ich nochmal hier hoch? Was? Stimmt, hier, warte mal. So, ich dachte, er wäre eine Waffe. Okay, da war ein Radio. Warum war da ein Radio? Ich habe doch Dingens. Oh, ich habe hier auch noch was da. Nein. Dandy Boy Äpfel. Ich glaube, da war jetzt nicht was, was in den Kühlschrank gehört. Warum hat man da Radiomusik gehört? Ich habe die doch ausgestellt. So, kann ich mit. Ich sollte vielleicht mit euch mal sprechen, ne? Ma'am. Wen hat Dogmeat uns denn da gebracht? Dogmeat? Er ist also dein Hund? Oh, er ist ich nicht auch mein Hund. Nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Es ist Dogmeat. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie, ja, wie bei kann denn das dir. sein? Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Das sind die Cams, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Ah, du bist ja ruhig. Seit ich Okay. denken kann. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Ja, das kann ich auch. Oh, und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und
und es ist wütend. Okay. Okay, da kommt was Großes. Ich weiß, das ist viel. Und ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber das dritte Auge sieht nicht immer klar. Wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Macht mir ein bisschen Angst. Hey, warte mal. Opgow Fun 7. Ausgezeichnet. Enthält das Holo-Bandspiel Atomic Command. Okay, cool. Das ist echt so viel. So, du weißt jetzt doch nicht, ne? Aber er ist doch der Hund vom dritten Teil. Wie kann das sein? Hey, Sturges. Was? Schau mich nicht an, Neuer. Ich repariere nur Sachen. Okay, Entschuldigung. Es gibt noch mehr von euch, oder? Alles klar. Gehörst du zum Rettungsteam? Warum? Geht's dir gut, Alter? Das ist nicht fair. Ja, ist es auch nicht. Was das denn überhaupt? Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Bin ich mit dir? Ne? Hörst du mir zu? Warum? Wir haben alle Angst vor der alten Oma. Und ich war stehen. So, jetzt muss ich wieder nach oben in die Power-Rüstung aktivieren, ne? Um damit, weiß ich nicht, Batterie. Ja, ich muss die Batterie an der Power-Rüstung aktivieren, damit die Raider hier platt machen kann. Ne? Okay. Dann los. Okay. Wollte schon sagen. Ja, das kenne ich von dem Trailer. Wie geil, dass man die so anzieht. Oh, cool. Ausrüstung reduzieren den Schaden, den durch den gegnerischen Angriff nimmst und verändern Schaden durch Stürze. Wo sind jetzt meine AP raus? Okay, Hallo, na? Schau, wo ist meine Munition? Da unten rechts, ne? Was zum? Komm ich mal da hinten das Teil an. Ja, Toastkralle. Da gehe ich bestimmt nicht unter, wenn eine Toastkralle ist. Gut. Ich muss mal ein bisschen näher kommen, ne? Ich gehe da nicht unter, könnt ihr vergessen. Ich habe mich das auf den höchsten Schwierigkeitsgrad das Ding so viel Schaden absorbiert. So, gehen wir mal ein bisschen tiefer. Uff. Ich hoffe, ich bin irgendwie nur hoch genug von dem Ding. Wenn da unten eine Toastkralle rumläuft, dann gehe ich da nicht runter. Kann ich rennen? Ja. Gott. Was machst du hier? Sind da noch Autos in der Nähe? Alter, da fiel viel aus. Verreckt doch mal! Da fiel viel zu viel aus.
Ich kann nicht rennen, wenn ich nachlade. Und das Ding sieht irgendwie überhitzt aus. Das Ding ist direkt hinter mir. Alter. Was? Lass mich hier raus. Meine Runde sind Schwierigkeiten. Genau deswegen nehme ich keine Dingens mit. Das Ding hat mich komischerweise noch nicht getroffen. Oh, au. Oh Gott. Hi, na? Deine Gesundheit ist niedrig, ja. Wo ist meine Gesundheit? Ernsthaft, wo ist meine Gesundheit? Ich habe keine Ahnung. Wo ist meine Gesundheit? What? Nehmen wir mal Wasser. Oh ne, sag mir nicht, da tut so auf Zeit irgendwie heilen. Nein! Was zum Teufel? Ich wurde einmal getroffen von dem Viech. Einmal. Und das hat mich vollkommen zerstört. Boah. Ja, wieder hier, alles klar. Ich wollte nur mal sagen, das hat mich einmal getroffen. Und ich war schon tot. Das gibt's doch nicht. Kann ich auch noch andere Klamotten hier tragen? Muss ich erstmal, ich glaube die Munition reicht nämlich nicht für. So, extra. Nein, ist das Viech. Ich bekomme ja keinen Fallschaden, ne? Keiner. So, wie ist jetzt meine AP? Ich nehme mal etwas aufbereitetes Wasser. Er hat jetzt gespeichert, gut. So, wo ist jetzt meine AP? Ach, da unten links, ah. Okay. Minigun. Ja. Wo ich nicht glaube, dass die reicht, die Munition. Habe ich noch einen Molotow-Cocktail ausgerüstet? Ja. Ich mich ein bisschen strategisch hier platzieren, habe ich das Gefühl. Du sollst nicht. Fuck. Ich meine, verdammt. Hi, verpisst euch. Sag mal, einfach ziehe ich noch irgendwie viel ab, aber dann später. Da, schon wieder voll wenig HP. Au! Der greift mich direkt wieder an. ich brauche ein paar Dinger hier. Meinen Schaden
Erledigung machen. Aus dem Pack. Tut irgendwas meinen Schaden. Strahlung widerstehen. Psycho, Schaden plus 25%, stimmt. Ist halt nicht. So, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Ich bin schon wieder gleich tot. Bist du? Bist du? Der kommt hier rein. Nein! Bist du? Ah, jetzt wirft er das scheiß Ding. Alter! Und der hat da unten gespeichert. Ich. Boah. Ah, oh, das ist doch nicht wahr. Ja, für alle denken die. Okay, wir gehen jetzt, weiß ich nicht. Da oben konnte man irgendwo hin, da gehe ich jetzt hin. Ja, muss ich R2 gedrückt halten, um Granate zu werfen oder was? Warte, nicht hier. Muss ich irgendwo drin verstecken, glaube ich. So. Also versucht das Auto aufzuwerfen. Und jetzt hier rein, tschüss. Ist mir ja nicht hier rein folgen, oder? Doch, doch. Hallo, na? Oh, was ist das? Das Viech, ne, das hält so viel aus. Das ist doch nicht wahr. Oh, bist du. Ist nur einer, ja. Was ist das Viech? So, immer noch da runter. Weil ich weiß noch nicht mal, ob mein Hund in Sicherheit ist. Aha. Ich kümmere mich gleich um dich. So, warte. Das war da, ne? Ich hab's gesehen. So, mach mal ein bisschen. Da bist du denn da? Pisser. War doch mit, bleib hier. Du hast eindeutig keine Chance gegen das Ding. Mein Gott, nein! Oh. Please. Jetzt aber. Ah, das ist schon voll der Bosskampf hier. Warum hört er auf zu rennen? Komm her. War traust du dich nicht hier raus, oder was? Ha,
Das hab ich aber. Ja. Oh Gott. Ja, damit. Alter. Er war schon wieder übertrieben stark. Hey, Doc, mir geht's sehr gut. Möchte mal deine AP sehen. Okay. Oh, hier sind wir fertig. Da war mal ein heftiger Kampf. Warte mal, welche Sachen habe ich denn jetzt überhaupt? Ja, jetzt sehe ich natürlich nicht. Für Klamotten ich hab. Super. Raiderleder, was? Zieh ich denn irgendwie die Haut ab, oder was? Oh, eine Schrotflinte, gut. Nutzt die viele. Mann! Ich vergesse mal, wir sind nicht in extra Menü. Ist alles Echtzeit hier. Ja, was muss ich jetzt machen? Nicht mit denen reden. Ja, okay. Da war mal ein Kampf. Ja, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das nicht so einfach. Muss ich schon ein bisschen competitive hier rangehen. Ach. Hey, was geht? Hey. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja. Für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sich... Also, als wir uns trafen, hast ich du gesagt, überhaupt nichts. Du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier. Es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Hm. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Vielleicht. Ich überleg's mir. Ja. Bevor du gehst, Kind, noch eine Sache über deine Reise, die du beginnst. Denn ich habe dein Schicksal gesehen und ich kenne deinen Schmerz. Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Ja, danke. Aber ich kann ihn nicht sehen. Hast du gerade gesagt? Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Diamond City? Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sein. Soll die mit Drogen? Nein. Mama, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird das auch brauchen. Also ich kann jetzt schon mit der Power-Rüstung rumlaufen. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Sollen wir uns wieder auf so ein Wenn so ausdrückt, lassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum... alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Hi. Wir müssen weiter. Soll ich denen folgen am besten? Ja, machen wir das mal. Ist halt sehr weit.
Gehe zu Preston Garvey in Sanctuary. Warte mal, da komme ich doch her. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Anfang. Wenn es sein muss. Vielleicht finde ich ja da wieder ein Haus. Vielleicht kann ich ja mein alten Haus wieder rumrehren. Ja, ich hoffe, er fragt hier niemand auf dem Weg, ne? Keine Sorge, ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Vielleicht sollte ich vorgehen. Concord, Flüsterkneipe. Obwohl, geht ja schon mal vor, dann kann jemand frecken, nehme ich an. Weil das ist immer der Blöd, wenn man jemanden begleitet von einem Ort zum anderen, dann kann es passieren, dass jemand freckt. Wenn man aber nicht anwesend ist, dann geht man auf jeden Fall sicher, die Charaktere überleben. Okay. Ich hoffe nur, meine Power Armor hält so lange. Kann ich auch hier noch ein bisschen erkunden. Warte mal, hier alles. Okay. Alltech Lunchbox. What? Gummibonbons. Ich haben, hallo. Und einen antiken Globus. Was? Nein, 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 nein. Boah. Ja, wird schon nichts Wichtiges hier drin sein, oder? Okay. Weiß ich nicht, wo wir jetzt hingehen. Nach Sanctuary direkt. Gut. Da sind die jetzt schon weiter weg? Ich glaube ja, ne? What? 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 Da ist jemand runtergefallen. Du. Hat. Okay, Concord, Bürgerzugang. Gehen wir mal hier noch rein und gucken, was da ist, und dann können wir den Park beenden. Wird ja wohl nicht viel sein, nehme ich an. Oder? Was ist das? Lebt das noch? Weichpanzer Myolog. Nicht Myologs. So eine gute Idee ist hier rumzulaufen. Okay. Was war das? Oh, das klingt nicht gut. Ist das mein Hund, der gerade irgendjemanden tötet? Gut gemacht. So, das können wir noch aufsperren.
Exakt hat gleiche Dinge noch ist wie in Skyrim und Fallout 3. Cool. Nicht gut. So. Aber wird noch schwieriger wird als gegen diese Todesklaue. War schon heftig, finde ich. Kaugummi. Okay, Vault-Tec Lunchbox hinzugefügt immer. Steht da. Also nehme ich mal an, die sind irgendwie wichtig. Aber das ist jetzt egal, wir können den Part hier, glaube ich, beenden. Und dann sage ich einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Folge von Fallout 4.